Fahrstuhl ist online. Wir kommen rauf. Bitte beeilen Sie sich. Ich glaube, Hopkins ist tot. Er wollte weglaufen. Ich habe ihm abgeraten, aber er wollte den anderen helfen. Wo sind nur alle hin? Der sieht wirklich sehr, sehr tot aus. Tja, ich glaube, sie sind die Einzigen und das. Und das waren einfach viel zu viele Reaper. Es tut mir leid. Sie haben es nicht geschafft. Doktor, Sie müssen mit mir kommen. Oh Gott. Ja, natürlich. Ich war an einer anderen Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Ich kam so schnell wie möglich zurück, aber was geht hier vor? Shepard, sehen Sie! Ich bin nicht sicher, aber es könnte etwas mit diesen Bildern zu tun haben. Ist das Leviathan? Ja, wir glauben schon. Er ist alt. Viel älter, als mein Vater dachte. Dort scheinen die Eingeborenen unter seiner Macht zu stehen. Ganz klar ein Reaper. Aber er handelt allein. Anders als alle Reaper, die wir kennen. Doktor, Sie haben doch vor kurzem etwas gefunden. Das Artefakt? Ja, natürlich. Unglaublich. Es ist gleich da vorn. Es klingt seltsam, aber ich glaube, es beeinflusst das Verhalten. Ich hatte bislang nur wenig Zeit zur Untersuchung. Überhaupt nicht seltsam. Haben Sie was gefunden? Nicht viel, aber ich weiß etwas über die Energie, die es erzeugt. Runter! Was machen die da? Sie haben es irgendwie aktiviert. Ich habe noch nie etwas... Doktor? Sie wissen zu viel. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Shepard! Ausschalten! Sind Sie okay? Cortez, wir haben Anne Bryson. Holen Sie uns raus. Bin unterwegs, Commander. Verstanden. Wenn Sie das Shuttle sehen, laufen Sie los. Nicht zurückschauen. Okay, ja. Das heißt, dass Leviathan anscheinend ein Reaper ist. Ja, ganz große Klasse. Aber er will anscheinend auch nicht für den anderen... Ja. Wir schalten sie aus. In den Arsch. Ja, Edi, du musst natürlich gerade irgendwas benutzen. Du kannst jetzt wieder, Edi. Renn das Vieh weg. So. Jetzt kann auch irgendwie anderen mitkommen. Oh. Okay, Cortez. Hierher. Verstanden, Commander. Immer wieder ein Leuchtfeuer. Okay, wir können jetzt hier bleiben und ballern oder einfach hinrennen. Shuttle bereit für Evakuierung, Commander. Verstanden. Los, wir gehen. Wir rennen jetzt einfach. Sind Sie okay? Ja, Commander. Glaube schon. Ich bin umgekippt. Leviathan hat sie übernommen, aber wir konnten rechtzeitig die Verbindung kappen. Leviathan selbst? Das ist unglaublich. Die Reaper sind an ihm ebenso interessiert wie wir. Ja, es sieht ganz danach aus. Vielleicht können Sie uns helfen, den Grund herauszufinden, aber... Vorher habe ich schlechte Nachrichten. Nennen Sie mich Anne. Könnte Leviathan sich von den Reapern losgesagt haben? Nicht in den Orkusnebel zurückgekehrt sein? Ein Deserteur oder ein Überläufer?
Ich rufe sofort meinen Vater an. Er muss das wissen. Anne, Sie müssen mir zuhören, okay? Ihr Vater ist tot. Es tut mir leid. Er ist... Was? Tot? Das kann nicht sein. Tut mir leid, ich konnte wirklich nichts tun. Wir haben ihn getroffen, um herauszufinden, was er wusste. Es gab einen Vorfall. Es gab einen Vorfall? Sie haben nicht als Erste die Kontrolle verloren. Der Assistent Ihres Vaters. Erst war er ganz normal. Und plötzlich schoss er auf Ihren Vater. Ich konnte nichts tun. Ich kann das nicht glauben. Wir müssen herausfinden, was hinter all dem steckt. Und nur Sie können uns helfen. Anne? Ich will sein Büro sehen. Wir arrangieren den Transport und treffen Sie dort. Jo. Zu Abschluss nochmal ein schöner Schuss. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ja, guck ich mal eben nach. Weil da als diese ganzen Reaper waren, das hatte ich beim ersten Mal auch versucht gehabt dort. Also das ist was von Bening. Habe ich versucht, da alle Reaper zu töten, aber das. Ich hab's jetzt ungefähr 10 Minuten gemacht und da kam immer wieder neue Gegner. Ich glaube, das hätte man tagelang noch machen können, die wären nicht weniger geworden. Mir ist ja vor allem auch die Munition irgendwann zur Neige gegangen. Deswegen ist das eigentlich ratsam, wenn man dann einfach abhaut. Außer natürlich, man möchte halt auf Kamikaze machen. Was natürlich in sich nicht viel bringt. Mal Anne jetzt treffen, also der scheint es wirklich nicht gut zu gehen, dass man nur verstehen kann, wenn man ihren Vater verloren hat. Ist ja keine leichte Sache, sowas. Hallo? Anne? Sind Sie hier? Anne? Oh, Commander. Ja, tut mir leid. Es ist nur... Das ist schwer. Wie geht es Ihnen denn? Natürlich. Sind Sie in Ordnung? Ja. Nein, ich weiß es nicht. Mein Vater und ich konnten einiges nicht mehr klären. Ein Streit? Ja, über etwas völlig Banales. Eine Meinungsverschiedenheit, wie man einige der Exemplare aufbewahrt. Ich habe mich wegen was anderem geärgert. Ich weiß nicht mehr was. Und es dann an ihm ausgelassen. Es war so dumm. Also wenn ich störe, dann kann ich auch gehen. Das können wir auch noch alles später machen. Schon gut. Ich kann später wiederkommen. Nein, bitte. Schon gut. All das wiederzusehen. Er war wie besessen. Manchmal fast wahnsinnig. Ich hatte keine Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Das Gefühl hatte ich manchmal auch. Er war ein großartiger Mann. Ein Pionier. Aber er konnte sehr distanziert sein. Als Kind hatte ich oft das Gefühl, ich würde ihn nur stören. Das klingt wütend. Ich war auch wütend. Und bin es noch, glaube ich. Aber manchmal war er voller Geschichten. Er wäre fast geplatzt. Dafür habe ich ihn geliebt. Und deswegen habe ich diesen Beruf ergriffen. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Wir finden die Lösung. Unbedingt. Ich muss wissen, was am anderen Ende des Artefakts ist. Wofür er gestorben ist. Ja, und nur Sie können uns da helfen.
Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind unsere letzte Chance. Sie haben recht. Ich sehe die Arbeit meines Vaters durch. Mal sehen, was ich finde. Anne, sind Sie dazu wirklich in der Lage? Ja. Als Leviathan mich kontrolliert hat, war ich an einem kalten und dunklen Ort. Aber mein Vater hat mich gelehrt, niemals Angst vor der Dunkelheit zu haben. Das war sehr schlau von ihm. Dann gehen wir mal gleich hin. Mal gucken, ob sie in diesen ungefähr 5 Sekunden schon was gefunden hat. Ich bin immer noch erstaunt, wie es ihrem Vater gelungen ist, ein Stück von einem Reaper in die Hände zu bekommen. Er war deswegen sehr aufgeregt. Ihre Behauptungen bestätigen die Arbeit vieler Jahre. Haben Sie geeignete Schritte unternommen, um eine Indoktrination zu verhindern? Natürlich. Es war völlig abgeschirmt. Und wir hatten alle regelmäßige psychologische Untersuchungen. Aber jetzt bin ich dank des Artefakts trotzdem indoktriniert. Stimmt doch, oder? Ich könnte genauso gut eine Rachni-Drohne sein, die auf die Befehle ihrer Königin wartet. Na, nicht ganz so schlimm. Sie haben sich mit den Rachni beschäftigt? Ich habe meine Dissertation über sie geschrieben. Mein Vater hielt es für Zeitverschwendung. Aber jetzt hilft uns das vielleicht dabei, Leviathan zu verstehen. Inwiefern? Wir glauben, die Rachni seien Telepathen. Aber in Wirklichkeit gibt es so etwas gar nicht. Die Königin gibt ihre Befehle auf kurze Distanz über Pheromone. Über große Entfernungen benutzt sie so etwas wie einen organischen Quantenverknüpfungskommunikator. Was Leviathan macht, muss so ähnlich funktionieren. Die Verknüpfung von Partikeln zur Stimulierung neuraler Aktivität. Er benutzt das Artefakt, um eine Verbindung herzustellen. Und dann kontrolliert er den Geist von jedem in der Nähe. Hey Luna, brauchen Sie Hilfe? Das habe ich schon am ersten Mal. Was macht er jetzt hier? Was machst du hier? Was führt Sie hier runter, James? Hab gehört, Sie sind dem Reaper-Killer auf der Spur. Alles, was diesen Mistkerlen ein Schrecken einjagt, ist einen genaueren Blick wert. Genau darauf hoffe ich. Erstmal wahrscheinlich nur hier, weil das dann sicherzustellen ist, dass er, wenn man das DLC am Anfang gespielt hat, dass er schon mit dabei ist. Übrigens, Vega ist er. Er ist doch Vega? Ja, James Vega. Ich nenne ihn schon mal Vegas, deswegen. Ist mit einer der unbeliebtesten Charaktere im ME3, weil er jetzt in den dritten, letzten Trilogieteil einfach mit reingeworfen wurde. Und der auch so kumpelhaft mit Shepard umgeht und sowas. Aber so, ich finde ihn recht putzig und das ist ganz okay. Und ich finde, das kumpelhafte Verhalten ist halt charakterlich von ihm. Das ist allgemein doch auch unter Soldaten so, dass die sich doch eher freundlich gesonnen sind. Die sich verbündet sind. Das heißt, ich kann ihn leiden, das hätte vielleicht nicht sein müssen. Der ist zum Beispiel noch ein Romanzpartner, soweit ich weiß. Also das hätte überhaupt nicht sein müssen. Ihn so reinbringen, okay, aber als Romanzpartner? Nee. Wir haben keine Energieemissionen von dem Artefakt festgestellt. Aber die Reaper konnten Leviathan mit dem Artefakt irgendwie verfolgen. Meine Theorie lautet, dass das Artefakt die meiste Zeit einfach nur als Empfänger fungiert. Wir können Leviathan damit nur verfolgen, wenn er aktiv die Kontrolle über jemanden übernimmt. So wie auf dem Asteroiden. Genau. Leviathan ist nicht an Kommunikation interessiert, solange er nichts braucht. Da hat er wohl was mit meinem Vater gemeinsam. Sie sagten, Leviathans Kontrolle ähnele einem Quantenverknüpfungskommunikator, aber die kann man nicht zurückverfolgen. Stimmt, aber es ist ja kein natürlicher QVK. Leviathan muss einen Impuls durch das Artefakt senden, um ihren Geist zu verändern und so den quasi QVK-Effekt zu erzielen. Und der lässt sich zurückverfolgen. Richtig, genau wie bei der Ausgrabungsstätte. Die Reaper haben das Signal zurückverfolgt, indem sie das Artefakt aktiviert haben. Mein Vater wollte zu der Ausgrabungsstätte, aber für lange Projekte wurde er langsam zu alt. Dass er deswegen im Labor festsaß, hat er gehasst. Er hätte fast meine Abschlussfeier verpasst, weil er unterwegs war. Er kam dann doch noch in seinen Forscherklamotten. Gott, er hätte es gehasst, hier zu sterben. Also jetzt beim zweiten Mal verstehe ich mehr, was die beiden gerade gelabert haben. Beim ersten Mal mich nur... Anne,
Ich weiß, es ist schwer, aber wenn Sie uns noch irgendwas sagen können. Ich glaube nicht, dass es da noch etwas gibt. Aber ich kann Ihnen was zeigen. Was meinen Sie damit? Das Artefakt sendet nur ein Signal, wenn Leviathan jemanden kontrolliert. Soll er mich kontrollieren? Sie könnten das Signal zurückverfolgen. Nein, 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 das ist doch viel zu riskant. Sie meinen, er soll Sie übernehmen? Das ist zu gefährlich. Meine Entscheidung, nicht Ihre. Sie sagten doch, ich sei Ihre letzte Chance, das Ding zu finden. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wenn wir warten, erreichen die Reaper Leviathan zuerst. Nur ich habe genug Zeit mit ihm verbracht, um das durchzuziehen. Sie suchen jemanden, der die Reaper bekämpft, Commander. Ich suche das Monster, das meinen Vater ermordet hat. Wir wissen immer noch nicht, wonach wir suchen. Dann finden wir es raus. Dickköpfig. Commander, was wir da mit Anne vorhaben, das klingt höllisch gefährlich. Notiert. Edi? Energiesignatur blockiert. Warte auf Aktivierung. Also sie müssen das nicht tun, auch wenn sie sich davon wahrscheinlich nicht abhalten lassen. Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher. Ich bleibe genau hier. Okay. Ich bin bereit. James, Eindämmungsschild aus. Schild ist aus. Artefakt online. Schon was da? Noch nicht. Moment. Da ist etwas. Ich spüre Kälte. Edi? Noch nichts. Heilige Scheiße. Signal vorhanden. Verbindung halten. Zurück. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Dios. Verbindung halten. Hören Sie. Ich habe sie gefunden und die Reaper sind direkt hinter mir. Sie haben sie gebracht. Sie sind eine Bedrohung. Genau wie Sie. Ich weiß, was Sie können. Der Krieg braucht Sie. Es gibt keinen Krieg. Es gibt nur die Ernte. Edi, haben wir genug? Teilerfassung. Verbindung zur Eingrenzung der Suche halten. Sie haben es gehört. Wir haben genug. Ich aktiviere den Schild. Tun Sie's. Mann. Alles okay? Anne, alles in Ordnung? Ja. Ich glaub schon. Haben wir Ergebnisse? Ja, aber die Suche wird eine Weile dauern. Koordinaten an die Normandie gesendet. Gut, besser als nichts. Commander, ich habe noch etwas gespürt. Wut. Er weiß, dass wir näher kommen. Ich glaube, er will sie töten. Helfen wir erstmal ihnen. Was will er bitte schön nicht töten? Ja, das heißt wieder Positionsscan. Boah, diese Stimme, ich krieg da jedes Mal so einen Schauer. Ich weiß nicht, ob es am Bass liegt oder so, weil die geht schon mir persönlich ein bisschen ins Mark. Ich werde eben nachher gucken, die wird ja bestimmt da oben liegen, oder? Nö, wo ist die denn jetzt? Ich bin einfach gerade rausgegangen. Oder Licht steht die da? Nö, ist weg. Sag mal, geht das Ding jetzt eigentlich jetzt kaputt? Ich kann es gar nicht mehr anwählen. Ist ja doof. Na dann halt wieder zurück. Zur Normandie.